9. November, meine Wenigkeit der Kalle hier am Mikrofon und im Backstage-Bereich des K17 oben zusammen mit den Herren von Vogelfrei und zwar den beiden Herren namens Alexander und Yannick. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, jetzt habt ihr gerade meine Lebensgeschichte gehört. Musst du jetzt schon weinen, oder? Ja, ich bin zu Tränen gerührt, auf jeden Fall. Es ist unvorstellbar, was man für Scheiße durchmachen muss. Nein, Spaß beiseite jetzt. Wie ich habe gesehen, euch angedroht, meine Geschichte habt ihr gehört, jetzt darf ich eure hören. Heute, nach 3 Jahren wieder mal auf der Bühne hier in Berlin. Habt ihr zwischenzeitlich mal nicht in Berlin gespielt, ne? Eigentlich immer woanders. Doch, wir haben, glaube ich, ein paar Mal in Berlin gespielt. Ich glaube, im, wie hieß das, Waldpark? Parkbühne. Ah, das war mehr Open Air. Und dann haben wir noch irgendwie im Hangar Tegel. Ah ja. Also auch schon, ja, kleines Bühnleinchen. Genau. Wobei der Sound aber ziemlich scheiße ist. Oh, schön, dass wir uns da einer Meinung sind. Das ist gut. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ehrlichkeit währt am längsten. Ganz ehrlich. Es ist wirklich scheiße dort, der Sound. Das kann der Soundtechniker auch. Ja, war aber nicht eurer, oder? Nein. Okay. Was mich aber jetzt interessiert, wurde jetzt mal, seid ihr noch recht jung. Darf ich fragen, in welchem Alter ihr euch befindet? Also, ich werde jetzt 24. Ach, du bist jünger als ich. Haha. So ein Opa, ich bin noch 22. Ach, auch noch jünger als ich. Toll, ich bin der Älteste. Ich bin mal der Älteste. Ach, schön. Letztens Interviews mit Magnum und so gehabt und die war natürlich ein bisschen älter. Jetzt war mit ein paar Jüngeren, das ist auch schön. Aber dennoch erfahrener, was die Musik angeht. Wie hat es bei euch mit der Musik angefangen? Was waren eure erste Berührung mit der Rock- und Metal-Musik vom Hören her? Also, was habt ihr als erstes so gehört? Einfluss durch die Eltern oder irgendwie selber beigebracht? Wie kam es bei euch? Wer will? Ich mach mal. Ja, Niccolo Paganini war natürlich der erste Heavy-Metal-Geiger, den ich so kennengelernt habe. Ich habe eigentlich mit Klassik angefangen, bin dann erst recht spät über Ecken von Hip-Hop und was man nicht alles noch mitgenommen hat, dann zu der Musik meiner Eltern wieder zurückgefunden, die dann im Hardrock-Bereich lagen und dann hat ein Freund von mir mir gleich ein paar Metal-Sachen gegeben und das fand ich saugeil. Und hab dann über Metallica, Slayer und so die Ecke zu Children und Cradle of Filth und dann eigentlich nur noch Black und Death Metal. Okay. Und später noch so neudeutsche Härtebands, Rammstein und so. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? 16 war so der Übertritt, in die Metal-Richtung und dann ging das bergauf. Da bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige Spätzünder bin. Ich habe damals mein erstes Konzert Rammstein erlebt, 2005 in der Wuhlheide, so rockkonzertmäßig. Ah. Ich habe sie bis jetzt schon 4-mal gesehen. Ich hab noch nie Rammstein gesehen und ich muss. Also Rammstein ist auch auf jeden Fall bei mir die erste Band, die mich metal-technisch beeinflusst, als ich 9 war. Sagen wir mal Rock dazu, ne? Ja, ich würde es schon noch als Metal bezeichnen, weil es, ja, doch, weil also jetzt ist natürlich nicht schnell und ist auch nicht, am Anfang vielleicht noch ein bisschen Double Bass und so, aber es ist auf jeden Fall, also rifftechnisch, das ist die Schwere drin. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, wieder was man findet und so weiter. Nein, ist das jetzt das? Ja. Für mich gehört es auf jeden Fall dazu und war für mich so der Türöffner auch. Eben wie gesagt, als ich 9 war. Und ich habe Rammstein übrigens 3-mal gesehen. Auch einmal in der Wuhlheide, allerdings 2007? Oder? Nee, jetzt gerade erst vorletztes Jahr. Letztes Jahr 2010. Also nach der Liebes für alle da Tour, als sie dann doch nochmal in die Wuhlheide gegangen sind. Irgendwie. Ja, das war 2010 dann. Ja, stimmt, ja, doch, das kommt doch hin. Ja, genau, da habe ich sie auch gesehen. Und darüber ging dann irgendwann so Cradle of Filth Sachen los und irgendwann kam Children of Bodom und dann ging es halt so langsam weiter. Aber gar nicht mal jetzt so die klassische Heavy Metal. Also ich meine, ihr packt jetzt gleich beide hier alle so Death Metal Richtung aus. So, was ist mit den klassischen Sachen, so Accept, Hammerfall, Guardian oder Halloween und so, die ganze Schiene, was ist damit? Ja, das habe ich eher durch Chris dann richtig kennengelernt. Chris, von unser Bassist, ist sehr großer Heavy-Metal- und Power-Metal-Fan. Ja. Und da bin ich dann später, quasi erst seit 2009, dran gekommen. Jetzt kennt ihr euch ja schon alle schon ein bisschen länger in der Band, denke ich mal, so Schule und so. Ne? Aber, oder? Du lachst? Ja. Ja, komm. Also den einen, den kenne ich schon ziemlich lange, das ist mein kleiner Bruder. Ja. Den kenne ich schon ein bisschen länger. Und ich glaube aber, so zusammen zur Schule gegangen ist niemand von uns, außer halt mein Bruder und ich. Klar. Aber wir kennen uns noch aus solchen Zeiten. Und Alex wiederum ist eher später dazu gekommen. Er ist erst seit 2009 dabei. Mhm. Da waren wir dann doch nicht mehr in der Schule, glaube ich. Nein? Nee, ist so. Man weiß ja nie, wie lange manche sitzen bleiben. Aber worauf ich eigentlich hinausziehen wollte, ist die erste Band, die ihr jemals gegründet hattet. Also in der ihr jemals gespielt hattet. Welche waren das? Oh, der Blick ist schon mal gut. Gerade.
Wir haben ganz viele Sachen, also am Anfang haben wir so Hymnen gecovert und sowas. Da habe ich dann auch meine Vorliebe für Singen entdeckt tatsächlich. Das merkt man jetzt nicht an der Stimme zufällig. Nee, also ich denke auch nicht, dass man das merkt, aber auf jeden Fall hat mich Wille Wallo stark beeinflusst und Till Lindemann natürlich auch, das merkt man vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Ich hätte eher doch auf Wille Wallo getippt, ja. Echt? Ja. Ah, das ist ja krass, das finde ich gut. Ja, weil du diese tiefe Stimme hast, wenn du jetzt dieses Joy-Me singen würdest, das würdest du sehr gut hinkriegen, denke ich mal, oder? Das war tatsächlich der erste Song, den ich singend auf der Bühne verbracht habe, der und Heartache Every Moment, das war auf der Schule, dann auch so Schulkonzert. Ja. Damals hatten wir noch so coole Namen wie Impenetrable Darkness und so. Okay, jetzt möchte ich eine Kostprobe. Das weiß ich nicht mehr. Also den Text nicht mehr drauf? Nee, habe ich alles vergessen. Na komm, dieses Schäumi kriegst du auch hin, oder? Nee, das ist ja immer so hoch. Oh. Da war nämlich am Stimmbruch gewesen. Ah ja, gut, okay. Wobei, aber dieses Schäumi, wenn er es am Anfang so macht, komm on Schäumi oder so, das ist doch ziemlich tief. Nee. Ach nee, stimmt, ist ja... Ah, na gut. Da bist du doch drum gut rumgekommen, mein Freund. Hast du aber Schwein gehabt. Das ist tief, ja. Das so, jetzt hast du ja selber Vorlage, komm. Okay. I love your skin, oh, so white. Ding. Das hat leider Pausen, deswegen. Völlig in Ordnung, aber ich stelle mir jetzt gerade die Damen vor, die am Rechner sitzen, dich dieses Interview jetzt anhören und dann dahin schmelzen. Ja, das funktioniert immer wieder. Das war, glaube ich, das Ziel gewesen, warum du dann gesungen hast, ne? Ja, klar. Ja, klar, das ist perfekte Waffe dafür. Ja. Was war deine erste Band dann, die du hattest so? Was ging das so auch covermäßig? Nee, ich hatte irgendwie ein kurzes Brennprojekt vor, da habe ich Keyboard gespielt, aber das ist auch nie richtig was geworden. Wie war der Name? Gute Frage. Ich glaube, wir hatten noch nicht mal einen Namen. Das ist schon echt, also wir hatten, glaube ich, auch nur einen halben Auftritt. Also das war nicht das war so halb öffentlich und also das war nichts. Okay, jetzt musst du mir erklären, was ist ein halber Auftritt? Etwas nüchtern spielen, genau. Nee. Nein, ich glaube, das Bier trinken. Das war inzwischen, ja. Das war mehr so halb öffentlich, also mit Freunden privat, okay. So. Wohnzimmerkonzert. Ja, genau, so. Das kann man nicht Auftritt nennen. Was war deine erste Band, die dann den Namen noch erinnern kannst? Warte mal. Vogelfrei. Vogelfrei. Ach, echt? Ja, ja. Okay. Ja. Weiß nicht, ob sie noch gibt. Er ist ja so eine Orchesterhure. Ja, genau. Ja, meine Band war vorher das Albert Schweitzer Jugendorchester, wo man dann Bruckner und. Nee, Mahler haben wir noch gar nicht gemacht. Schade, den richtigen Heavy-Metal-Kram haben wir immer ausgelassen. Wagner auch nicht, aber Brahms ist auch schon Heavy-Metal genug. Heavy-Metal des 19. Jahrhunderts. Man hat ja jetzt gestern oder vorgestern diesen Galileo-Bericht, ja. Hast du ihn auch gesehen? Nee, habe ich nicht, Gott sei Dank nicht. Ja, da haben sie diesen Vergleich mal gebracht, so dass angeblich im Metal nur noch geschautet wird und nicht mehr gesungen. Und also eine Scherze und dass man jedes Stück auch im Metal spielen kann und jedes Stück, was aus Metal kommt, auch im Klassik spielen könnte. Aha, keine Ahnung. Ich drücke mich inzwischen vor Galileo-Berichten, weil ich finde, die schaffen es immer ganz gut, ihre Meinung und so dann durch irgendwelche Pseudobeweise darzulegen. Weiß nicht, gefällt mir einfach nicht so. Ja. Wenn man natürlich an Katy Perry-Cover im Internet denkt mit Death Metal gegrunzt so unten drunter, vielleicht haben sie ja recht. Ja, Britney Spears und Hit Me One More Time und so ein Krams. Ja, man kennt die Videos. dein erster Auftritt war also sozusagen dieser halböffentliche Auftritt. Wo war dein erster Auftritt, den du jemals hattest? Das war von der Musikschule, wo ich Gitarrenunterricht hatte damals. Da war ich 10 oder 11 oder so. Und die haben halt immer jährlich dann so ein Weihnachtskonzert gemacht. Und da haben wir dann halt auch gespielt. Haben wir was von den Ärzten gespielt damals. Irgendwie Männer sind Schweine, glaube ich. Zu Weihnachten natürlich. Das ja, auf jeden Fall. Der Weihnachtsmann kommt rein, Männer sind Schweine, verbiss dich. Genau. Irgendwas von Bob Dylan haben wir dann noch gespielt. Und das war ja... Also, seltsame Kombination, ich weiß, aber... Aber warum nicht? Ich meine, das hat was. Auf jeden Fall. Also, das ist mal eine Hausnummer. Bob Dylan, so in den jungen Jahren, da warst du geschädigt für dein Leben, oder? Geht so. Also, ich wusste das wahrscheinlich damals noch gar nicht, dass das von Bob Dylan ist, sondern der hat uns halt irgendein Lied vorgestellt und das haben wir dann gemacht. Konnte auch noch nicht richtig Englisch und so, das war schon sehr witzig. Ja. Und dann kam das mit der Zeit, dass du das irgendwo verstanden hast und dann hast du kapiert, uiuiui, was habe ich mich daran gewagt. Warum aber auch nicht? Ich meine, das könnte mal nicht schaden. Wie kam es dann, also du hast ja gesagt, Vogelfrei war dann deine erste große Band und sie gibt es noch, falls du es noch, noch mal wissen möchtest. Ja, irgendwie, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich hier in der Nähe auch schon rumschwören sehen. Kann sein, man weiß es nicht, man grübelt noch. Wie kam denn die Idee dann damals zu Vogelfrei? Also wie ist jetzt dann der ganze Weg entstanden? Also wie war denn der Weg zwischen deiner ersten Band bis Vogelfrei? Schnaps. Gar ja, Schnaps, Schneck und Smiezen, ja, wie Feuerschwanz immer sagt.
Ich glaube, damals habe ich noch nicht so viel Schnaps getrunken. Okay. Mit 10 wurde das ein bisschen schwierig. Nee, das kam dann ja später halt irgendwann dann mit diesen Schulbands und dann haben wir noch eine andere Coverband gegründet und so Soul-Sachen eigentlich gespielt, weil ich bin eigentlich von Haus aus Gitarrist. Mhm. Dann kam das irgendwann mit dem Singen eben über diese Hymnschiene. Und dann, dann waren Dominik und ich, der ja eben unser Schlagzeuger und mein Bruder ist, bei einer Probe von dem Freund unserer Mutter, der in so einer Blues-Rock-Band spielt. Okay. Und das fanden wir tierisch geil und wollten selber auch gerne eine Band haben und haben in der Zeit halt auch gerade so In Extremo gehört und irgendwie Subway to Sally und solche Sachen. Und dann haben wir halt gedacht, alles klar, haben auch Bock, wollen wir auch machen, so mit historischen Einflüssen und dem Folklore und sowas. Aber wir wollen halt mehr Metal reinsetzen, so, weil wir eben auch parallel Metal beeinflusst waren. Dann haben wir uns Leute gesucht, also damals kam auch schon Chris so zur Band. Dann haben wir irgendwann 2004 im Frühjahr das erste Mal geprobt. Mhm. Mittlerweile ist von dieser ersten Probebesetzung kaum noch jemand übrig, weil wir haben mehr Ex-Mitglieder als Mitglieder eigentlich mittlerweile. Okay. So, genau, aber dann ging so dieser Werdegang los. Ja. Warum mehr Ex-Mitglieder als Mitglieder? Warum sitzt du hier nicht so weit weg? Komm mal, aber da ein bisschen heran. Wir können nicht so langen Arm da. Warum jetzt mehr Ex-Mitglieder als Mitglieder? Wir hatten am Anfang große Probleme, erstmal Leute zu finden, die wirklich dabei bleiben wollten, weil manche haben das erstmal nur ausprobiert. Sie kannten diese Musikrichtung gar nicht so. Mhm. Haben sich dann halt anders entschieden. Also Dennis ist, glaube ich, der dritte oder vierte Gitarrist irgendwie oder so. Aber es ist ganz unterschiedlich gewesen. Also damals waren wir noch viel jünger, wir wussten noch nicht genau, was wir wollten. Irgendwie Dominik war 13, ich war 15 oder so. Und da mussten wir halt auch erstmal ausprobieren, so in welche Richtung soll es gehen. Dann der eine wollte dann wieder nicht, der andere, der ist dann nie proben gekommen oder so. Und dann so hat sich das dann immer wieder geläppert. Und dann, ja, blieben am Ende 5 übrig. Zu dem Zeitpunkt, als wir 2006 das erste Mal auf die Bühne gegangen sind dann. Damals noch mit einer Geigerin, die Eva heißt und eben damals bei uns gespielt hat und ohne Cello noch, da war Johanna noch nicht in der Band. Mhm. Dennis war aber mittlerweile schon als dritter oder vierter Gitarrist oder so dabei. Da sind wir aufgetreten, haben da auch im Rahmen der gleichen Musikschule übrigens, aber diesmal beim größer angelegten Konzert, halt, wo richtig Bands gespielt haben, unser erstes Konzert gemacht und dann haben wir Jo ins Boot geholt und dann ging es immer weiter. War es dann auch schon mit dem Namen Vogelfrei? Ja, okay. Das war das schon. Habt ihr euch denn dann vorher in der Sicht, ihr habt jetzt bei dieser Bandprobe sozusagen gewusst, wir wollen das machen, in die Richtung gehen, mehr Metal, aber habt ihr euch denn vorher dann schon mit dieser Mittelalterszene befasst oder habt ihr gesagt, wir machen es einfach mal und gucken, was dann kommt? Also ich habe, glaube ich, in der Zeit am meisten solche Musik gehört. Habe mir dann halt auch echt jede kleine Szeneband angehört. Ich weiß nicht, Schattentanz zum Beispiel, falls jemand kennt. Ganz cool. Und habe das halt alles irgendwie analysiert. Also weil ich automatisch halt Musik analysiere, wenn ich sie höre oft. Und wusste dann schon so ungefähr, welche Elemente ich davon habe. Zuerst wollten wir auch noch einen Dudelsack haben. Also ich wollte am Anfang eigentlich auch Dudelsack spielen. Das war so der Anlass. Ja. Ich habe halt gedacht, so geil, ich hole mir einen Dudelsack und dann lerne ich das spielen. Finde ich cool, das Instrument. Da habe ich dann aber kein Geld für gehabt und dann hat es nur für eine Rauschpfeife gereicht, die ich jetzt auch immer noch spiele halt. Und irgendwann hatten wir einen Dudelsack-Spieler in der Band, der musste dann mal für eine Ausbildung irgendwie weg. Mhm. Und dann haben wir uns aber doch entschieden, lieber ein Cello ins Boot zu holen, was irgendwie als Instrument halt einfach vielfältiger ist und besser einsetzbar. Was ich jetzt aber meinte, das war jetzt nicht unbedingt musikalisch die Mittelalterszene, sondern eigentlich mehr so die Mittelalterszene vom Stil, vom Lebensstil her. So. Ja, ich glaube gar nicht mal, dass das bei uns so eine große Rolle spielt. Also wir sind wir haben immer mal so Berührungspunkte, also gerade in der Mittelalterszene gibt es ja auch viel so Laper und so weiter, was ich auch, ist bestimmt ganz cool, hat mir immer die Zeit für gefehlt, weil ich halt irgendwie unterwegs war mit der Band oder so. Mhm. Also mit sowas haben wir eigentlich gar nicht so viel zu tun, auch nicht Reenactment oder so. Also uns hat eigentlich eher der musikalische Faktor tatsächlich dabei fasziniert. Und ich muss allerdings auch sagen, dass die Szene als solche halt auch cool ist, weil die Leute irgendwie doch noch sich mehr damit befassen, was du da eigentlich machst. So. Und vor allem, weil auch die Instrumentenvielfalt wahrscheinlich so groß ist. Ich meine, wenn du selber sagst, du spielst schon etliche Instrumente von Pfeife bis Gitarre und allem drum und dran. Einer hat gerade gebetet, dass du keinen Dudelsack spielst. Wieso das? Weil die quäken. Nein. Ein Dudelsack ist natürlich ganz schön, kann auf Dauer aber vielleicht auch ein bisschen nervig sein. Also ich sehe das bei manchen Bands echt als Gefahr, dass der Dudelsack dann zu stark zu präsent wird. Mhm. Und es ist natürlich auch tonal einfach ein Nachteil, weil du halt immer Songs in der gleichen Tonart spielen musst, weil ein Dudelsack sich nicht umstimmen lässt. Also dann ist man da sehr gebunden an bestimmte mir fehlt das Wort. Tonarten, danke. Ja, ja. Okay. Wie kam es bei dir dann mit dem Instrument, das du gesagt hast, geht in die Richtung?
Ja, Niccolo Paganini, ne? Ja. Mit 7 oder so habe ich so ein krasses Violinkonzert gehört. Ich empfehle jedem, sich einmal Paganini-Stücke anzuhören. Es ist die krasseste Scheiße, die man auf diesem Instrument rausholen kann. Live gesehen oder nur auf CD? Nur auf CD, leider. Aber das hat mich trotzdem so gepackt, dass ich meinen Eltern am Ärmel gezupft und gesagt, Leute, gebt mir eine Geige, sonst laufe ich amok. Und dann haben sie es mir auch irgendwann gegeben. Aber es ist ungewöhnlich, ich meine, dass man jetzt selber sagt, man möchte Geige unbedingt spielen. Ich meine, gut, wenn David Garrett oder sowas jetzt sagen würde, würde ich das auch verstehen. Der macht das ja nun wirklich virtuos, aber wie kam das bei dir, dass du wirklich dann gesagt hast, Geige? Ich meine, dieser Funke, das ist doch recht ungewöhnlich, oder? Weiß ich nicht. Ich denke, jeder hat so sein Instrument, das muss man finden und manchmal weiß man es aber auch einfach. Also ich denke, ich habe diese krasse Scheiße gehört und wusste genau, das willst du irgendwann mal spielen. Mhm. Ich habe lange dafür gekämpft und als ich dann endlich dann da angekommen war bei den Paganini, habe ich mich auch tierisch gefreut. Also dann macht es auch richtig Spaß. Klingt gerade wie so ein Pokémon-Trainer, der gerade sein Lieblings-Pokémon gefunden hat. So, ne? Genau so ist es auch. Ganz genau so ist es. Ab Level 90. Genau. Ich hab's hochtrainiert bis zur Spezialattacke. Oha. Ist denn jetzt die Geige, die du jetzt hast, immer noch die gleiche, die du damals hattest? Oder hast du schon eine neue? Nee, ich habe auch, oh Gott, ich habe ja mit 11 erst angefangen. Das ist eigentlich für einen Geiger recht spät. Echt, ja? Ja, eigentlich muss man ja als Kind irgendwie mit 4 Jahren oder so schon spätestens anfangen. Okay. Haben auch viele gesagt, das wird nichts mehr, aber ich habe mich durchgekämpft. Ich war allerdings immer sehr klein und dann musste ich so eine, ich glaube, ich habe mit einer halben Geige angefangen, was für das Alter eigentlich auch schon untypisch ist, also so ein Mini-Instrument. Habe mich dann langsam hochgeschraubt auf eine ganze Geige dann. Ich glaube, mit 15 oder so habe ich die dann gekriegt. Und die habe ich jetzt auch bis heute behalten. Aber für die Bühne brauche ich jetzt doch schon meine Silent-Geige, weil eine echte Geige mit Mikrofonierung ein bisschen unpragmatisch ist. Das koppelt so leicht und irgendwie sieht das Ding jetzt auch ganz cool aus, weil so wenig Korpus da ist, ein bisschen moderner. Das sind diese Geigen, die also keinen Korpus haben, die einfach nur diese Streben außenrum haben, oder? Ja, genau. Also wie so ein Drahtgestell, wie ein Skelett an der Geige. Ah, das habe ich zuletzt bei einer Band gesehen, die bei einem Bandcontest gerade, der so ein Cello wie eure Cellistin, der hat das auch sowas ähnliches, ne? Auch so ein ohne Korpus. Das ist natürlich auch sehr interessant. Wie ist denn das mit dem Namen Vogelfrei? Das ist natürlich so eine Standardfrage jetzt mal, aber dieser Name Vogelfrei, wie ist der entstanden und was für einen Bezug hat dieser Name wirklich zu eurer Musik? Also entstanden ist ja relativ unspektakulär. Wir hatten eigentlich ursprünglich vor, uns so einen bekloppten lateinischen Namen zu geben. Ich meine damit nicht, dass alle Namen bekloppt sind, die lateinisch sind, aber dieser war es auf jeden Fall, deswegen werde ich auch nicht wiederholen. Wir wussten auch nicht genau, ob es grammatikalisch richtig war und so, und da haben wir uns doch gedacht, nehmen wir doch lieber was Deutsches irgendwie. Und da hat mich tatsächlich unser Bassist angerufen und meinte, hey, wie wär's mit Vogelfrei? Habe ich jetzt gerade so die Idee gehabt. Und dann, ja, ist cool, ist einprägsam, ist kann man gut rufen auf Konzerten, hier vogelfrei. Man kann sogar atmen zwischendurch, ist ja. Super. Und der Bezug auf jeden Fall, also thematisch ist der bei uns ein bisschen, also von mir jedenfalls, ich habe mir da so mein Universum ersponnen, so dass wir halt als Band natürlich, die aus dem Underground sich immer weiter nach oben kämpft, dass wir quasi wie die Geächteten aus dem Wald, dass wir musikalisch machen, was wir wollen halt, also uns da nicht irgendwie musikalische, sozialistische Korsetts anziehen. Das ist auch ein ganz großes Element unserer Musik, dass wir und halt auch unser Ziel eigentlich, dass wir ganz vielseitig bleiben und eben Sachen machen, die sonst oft nicht mehr gemacht werden oder vielleicht noch nie gemacht wurden, wer weiß. Und daher diese Regellosigkeit sozusagen, dieses Gesetzlose halt. Und das steckt natürlich im Vogelfrei drin. Und da passt der Name gut zu. Man muss aber dazu sagen, mit Y geschrieben, nicht mit I, ne? Also nicht, dass man es verwechselt. Das ist schon mal der erste Ansatzpunkt für den Freigeist. Ja. Freigeist auch mit Y. Ah, okay. Jetzt hast du aber gerade wunderbar gesagt gehabt, so aus dem Wald, so aus dem Untergrund nach oben, dass ich arbeiten. Wie hat denn das dann stattgefunden bei euch? Habt ihr das alles euch selbst erarbeitet? Das ganze Wissen im Musikbusiness sozusagen? Oder habt ihr euch gesagt, okay, wir holen uns erfahrene Hilfe jetzt durch die Eltern, die jetzt schon Erfahrung haben? Oder wie lief das Ganze bei euch ab? Also wir sind fast durch die Bank weg, haben wir irgendwie entweder eine musikalische Ausbildung oder ein Studium oder derartiges halt gemacht. Also unsere Streicher studieren historische Musikwissenschaft, unser Gitarrist systematische Musikwissenschaft, der Basser und ich sind an der Berufsfachschule für Popularmusik gewesen und so, wo man halt auch teilweise dann das Fach Musik und Business gehabt hat und dann vom Anwalt unterrichtet wurde und sowas. Also wir haben uns da schon, wir wollen wirklich auch als Berufsmusiker arbeiten halt. Und natürlich am liebsten bei Vogelfrei. Insofern haben wir da viel Erfahrung durch unsere Ausbildung sammeln können und insgesamt aber, also wir haben es auf jeden Fall alles hart erkämpft, aber haben auch zwischendurch natürlich Glück gehabt, sodass man die richtigen Leute kennenlernt, Label, Booking, Agentur und natürlich die Fans letzten Endes. Auf die es natürlich am Ende raus ankommt, weil wenn man die nicht hat, stehst du da mit deiner Musik und kannst eine Garage spielen für dich selber und das war's dann.
Jetzt habt ihr ein Label hinter euch, jetzt habt ihr ein Management, Booking, alles hinter euch. Ihr habt einen eigenen Tonmann. Gehört er zur Familie oder ist das eigentlich ein Externer? Ich frage jetzt mal vor euch, aber man weiß es ja nicht. Der ist extern. Ja, also den haben wir auf dem Hörnerfest kennengelernt, als wir das erste Mal da gespielt haben. Mhm. Ich weiß noch, gibt sogar ein Foto von, wie ich das erste Mal mit ihm geredet habe, da habe ich meine Gitarre stimmt und meinte, du ziehst jetzt nicht eine neue Seite auf, oder? Und ich dann, nein, der ist mir so ein bisschen unfreundlich. Und dann haben wir irgendwann nochmal in der Region oder irgendwo in Hamburg oder so gespielt und dann hat er gefragt, hey, ich bin gerade in der Nähe, so soll ich vielleicht mal irgendwie Sound machen, hat mir gefallen, das Konzert und seitdem ist er dabei irgendwie, so. Und ihr werdet nicht mehr los. Toll, habt ihr davon. Nein. Er wird uns nicht mehr los. Ja. Oder so, ja. Also seid ihr in der Ansicht eine kleine eingeschworene Familie geworden, kann man sagen. Die anderen Bandmitglieder sind jetzt alle wer? Damit für die, die euch jetzt noch nicht kennen, wer ist alles dabei? Jetzt lassen wir mal den Neuen reden. Ja, den Neuen, ja genau. Der Neue kennt die natürlich noch nicht so gut, weil es erst 3 Jahre sind, die er dabei ist. Zumal er gar nicht weiß, welche Band er meint jetzt. Ne? Ja, ja, das ist einmal Johanna, die Cellistin, Ladies First. Dennis, unser Gitarrist. Dominik, unser Schlagzeuger. Und wen habe ich vergessen? Ach ja, der Bassist, Chris. Und Jo. Christopher. Ne, Jo habe ich doch genannt, oder? Johanna? Achso. Johanna, das. Ah. Ey, Chris heißt auch eigentlich Christopher und Dennis heißt eigentlich Denise. Nein. Eigentlich alles Damenbände, ne? Ja, meistens kann er seinen Namen auch beim Autogramm geben gar nicht mehr schreiben. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Das sind dann die nach 22 Uhr Geschichten, ne? Ja. Die wirst du dann nachher noch miterleben. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Wo wir gerade beim Erleben sind, jetzt mal eine schöne. War warten. Ich bin auf die Frage gespannt, ja? Ja, die wird ein bisschen tricky, denn ich würde gerne von euch mal wissen wollen, für Leute, die euch jetzt noch nicht live erlebt haben. Stellt euch jetzt mal vor, ihr spielt auf der Bühne und steht selber in dem Publikum drin und seht eure eigene Show. Beschreibt die Bühne mal. Also die Bühnenshow. Das wäre so geil. Ich würde so viel drum geben, dass ich das einmal miterleben könnte. Ich glaube, ich organisiere mal eine Session, Geiger. Was ich da sehe, so einen kleinen Haufen Chaoten, Hobbits, die einen auf dicke Hose, einen auf Spacko und so wirr tanzen, wie wahrscheinlich noch nie jemand vorher getanzt hat. Das ist ja eine interessante Beschreibung. Also ich würde eigentlich eher sagen, du siehst in der Mitte einen wunderschönen Mann. Oh. Und daneben stehe ich und singe. Ich wollte sagen, meistens stehe ich doch eher am Rand. Nein, also auf jeden Fall 5 Leute vorne stehend, die körpergrößentechnisch perfekt aufeinander angepasst sind. Danach haben wir die Leute gesucht. Der größte von uns sitzt zum Glück am Schlagzeug. Ja, also auf jeden Fall, wenn man mich beobachtet und den Alex durchaus auch wirre Grimassen, das ist ein wichtiges Zielelement. Und insgesamt, also lustige Körperbewegung definitiv auch. Also sehr viel und natürlich abgefahrene Kostüme und irgendwie exotische Instrumente, die seltsam verziert und einen Galgen, der hinter unserem Schlagzeug aufprangt. Und Nebel. Am Ende fragt man sich wahrscheinlich, auf welchem Planet der Affen man gerade gelandet ist. Von deiner Körperbehaarung vom Gesicht her würde ich das jetzt fast vermuten, ja. Meine ist ja schon. Der ist geowned. Nee, das gab ja schon noch ganz andere Zeiten, wo ich, außer wie der letzte Waldschrat da. Was natürlich wieder zum Aus dem Wald herauskommen passt, ne? Ja, genau. Deswegen habe ich das auch nur gemacht. Alles für die Show. Genau. Wie wichtig ist denn in eurer Show eine Lichteffekten? Also jetzt so Lichtshow. Sind die auf den Songs abgestimmt? Ihr habt eine eigene Lichtdame mit dabei? Nee, nicht? Nee. Wer ist denn die junge Dame, die das Licht macht? Die junge Dame macht Licht jetzt bei Harpier. Ach ja, genau. Also gut, wieder verwechselt. Gut. Aber trotzdem, generell die gleiche Frage nochmal. Also wie wichtig ist das für euch jetzt, so eine Lichtshow für die Songs abgestimmt jetzt? Ist das so, wenn ihr jetzt von Location zu Location ohne Licht, eigene Licht in der Ansicht düst, habt ihr natürlich dann immer keinen Einfluss drauf, aber sagt ihr den Leuten, pass mal auf, in dem Song hätten wir es gerne mal so oder den Song so? Ja, versuchen schon solche Arrangements zu treffen, quasi. Aber meistens klappt das nicht so richtig, so wie man es will. Also wir freuen uns schon auf den Tag, in dem wir halt alles durchgeplant dann am Start haben, halt wirklich abgestimmt, weil also als großer Rammstein-Fan ist es natürlich für mich irgendwie geprägt. Absolut, natürlich. Also es geht, also ist nicht, vielleicht nicht in der Dimension, das ist ja klar, irgendwie das ist ja noch was anderes bei den Jungs. Aber abgestimmtes Licht wäre auf jeden Fall sehr schön, weil die Stimmung der Songs und die Kontraste darin, das auf jeden Fall auch sehr gut das würde sich sehr gut widerspiegeln lassen. Also gut, hat immer ein Experiment, dass man den Lichttechniker so mit der Musik berührt, dass er genau auf die Songs eingehen kann, oder? Das wäre was. Ja, wichtig ist halt, dass der Techniker weiß, dass wir von zart bis hart ein bisschen größere Bandbreite auch bedienen. Das heißt, wenn dann mal ein Metal-Song kommt, dass er dann auch ein bisschen mehr Strobo,
bisschen mehr reinhaut. Mhm. Aber das merkt er ja meistens auch. Dass Wie wichtig ist es dann für euch auf der Bühne, dass ihr Lichteffekte, kriegt ihr das alles mit oder habt ihr eigentlich so eine Art Tunnelblick ins Publikum oder auf eure Instrumente? Also was man mitkriegt tatsächlich sind Stroboskoplampen. Ja. Also und da gibt es durchaus den einen oder anderen Laden, wo die vor der Bühne angebracht sind und wo du selber dann auf dein Instrument guckst, deine Finger bewegen sich ganz eigenartig, also man darf gar nicht auf sein Instrument gucken. Und das ist dann schon ein bisschen seltsam, auch wenn man kein Epileptiker ist. Aber ansonsten kriegt man, also ich kriege zumindest nicht viel vom Licht mit, was ich eigentlich recht schade finde, aber man ist dann auf andere Sachen konzentriert. Treffe ich den Ton jetzt richtig oder dem hübschen Mädel in der ersten Reihe einen Blick zu werfen oder so. Das muss ja auch alles gemacht werden. So, da wird gerade im Hintergrund geschrien. Herzlichen Glückwunsch. Die Frauen stören mal wieder beim Bier trinken. Kann nicht wahr sein. Ja, ja. Wo wir gerade von ihr gesprochen haben, Lichttechnikerin von Habia, ne? Ja, genau. Wenn man den Teufel ruft. Oh, weia. Also das heißt, die sind fertig, oder was? Wahrscheinlich. Tja. Ja, zur Bühnensache, mir geht's meistens so, da bin ich in so einer Art Bühnenrausch, vergleichbar wahrscheinlich mit so einem Schlachtrausch, Blutrausch, da habe ich eigentlich kaum noch Augen für was anderes und ich merke das Licht ehrlich kaum, also auch Strobo merke ich, habe ich am Anfang noch gemerkt, habe ich gedacht, oh, das stört mich total, da war ich ja noch ganz neu in der Gegend, aber das merke ich im Moment auch kaum noch. Wie ist das bei den Publikumreaktionen, also die nimmt man natürlich, wenn der Song zu Ende ist, natürlich wahr, wenn das Publikum jubelt, logisch, aber während der Songs achtet ihr da so auf die Reaktion des Publikums auf gewissen Stellen und sagt man, okay, da kommt es gut an und da sollte man vielleicht noch dran arbeiten? Also man hat natürlich immer so Stellen, also mir geht es jedenfalls so, wo man erwartet, oh, jetzt gehen die an der Stelle richtig ab und man wird, also meistens gehen sie dann an ganz anderen Stellen ab und man wundert sich, aber Hauptsache sie gehen ab, also das ist letzten Endes das Wichtigste. Und bei mir ist es eigentlich auch, also standardmäßig habe ich tatsächlich so eine Art Tunnelblick, also ich gucke dann irgendwo so über die Leute eigentlich eher oder zum FOH oder so, aber das möchte ich eigentlich gar nicht, das kommt nur so von, weil man einfach so ein bisschen entrückt ist dann auf der Bühne, man ist in dem Moment woanders. Man gerade, also mir geht das vor allem auch so, weil ich ja dann auch die Texte natürlich singe und mich da irgendwie auch in irgendwas reinfühlen muss, was bei manchen Texten, wenn ich irgendwie über irgendwelche komischen Drachentöter singe, ein bisschen eigenartig sein kann. Und insofern versuche ich aber schon meine, also halt mit dem Publikum auch zu interagieren, sehr schönes Wort, danke sehr. Und dann freue ich mich, wenn da was zurückkommt natürlich. Mhm. Wie sieht denn so eine Interaktion mit dem Publikum aus? Also Animation zum Klatschen, klar, kommt meistens von selbst. Aber was gibt es noch so für Spiele, die ihr auf der Bühne so fürs Publikum bereithaltet? Also ja, der Standard Klatschen, Hey-Rufe, was man halt so macht. Headbang natürlich auch, wenn die Band headbangt, ist es eigentlich auch so, dass das Publikum zum Headbang animiert wird. Das möchte ich bei deinen Haaren mal sehen. Ja, bei meinen Haaren funktioniert es leider jetzt nicht mehr so. Aber was ich noch ganz gerne mag, ist so eine Person fixieren und so quasi die mit auf die Bühne holen, mit Blicken, sodass man quasi so eine Art Einzelpersonenkontakt dann auch aufbaut, die ja entweder einen etwas freien Blick ins Publikum werfen, der verstört, oder irgendwie ein nettes Lächeln zu einer holden jungen Maid kann ja auch manchmal ganz nett sein. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich, wenn ich auf ein Konzert gehe, bin ich ganz anders als auf der Bühne halt. Also ich bin auf der Bühne halt relativ hemmungslos. Rampensau, sagst du. Ja, eine Rampensau, ja. Also ich, vor allem, ich habe da kein Problem damit, mich ganz eigenartig zu bewegen und so weiter. Und bei Konzerten würde ich mir eigentlich tatsächlich von meinem Nicht-Bühnen-Ich sozusagen wünschen, dass ich ein bisschen mehr aus mir rauskommen könnte, dass ich dann halt auch zur Musik halt tanzen könnte. Und das versuche ich halt auch auf der Bühne dann zu provozieren sozusagen, also zu animieren, dass ich halt auch sage, guck mal, wie dämlich das eigentlich aussieht, wie komisch ich hier tanze. Ihr könnt das alle machen, ihr dürft so, ihr seid jetzt hier, ihr sollt Spaß haben. Mhm. Ihr sollt jetzt einmal aus eurem Alltag rausgehen und irgendwie mal diese ganzen Hemmungen vergessen und diesen ganzen Scheiß und dann, ich glaube, es ist immer gut, wenn es einer vormacht dann. Ja. Aber ist es nicht schwierig, wenn das Publikum nach dem dritten, vierten Mal versuchen, dann nicht reagiert und du machst es immer weiter, nervt das dann nicht irgendwann auch dich selber? Bisher selten passiert, tatsächlich. Also eigentlich, also es funktioniert meistens schon und ansonsten nervt es mich auch trotzdem nicht, weil ich bewege mich teilweise sogar im Proberaum relativ dämlich. dämlich ist falsch gesagt, also halt eigenartig. Eigenartig, genau. Ja, genau. Du gehst mit der Musik auf YouTube mit, kann man sagen. Ja. Aber wenn ich mal jetzt, du sagst ja selber, du gehst auf Konzerte, bewegst dich da kaum und wenn da jemand versucht, vom ersten Song an, gerade mal als Support zum Beispiel, das ist ja immer schwer, die Leute anzuheizen und versucht unentwegt irgendwie die Leute zu animieren, das funktioniert nicht. Wo ist da der Schlüssel zu dem Publikum? Also wie kriegt man das am besten hin, zu animieren und zu sagen, Leute, jetzt muss der Funke doch mal überspringen? Ja, wir haben ja Gott sei Dank so Song-interne oder
in den Songs selbst schon so gewisse Parolen, Met, Met, Met und wir sind Helden, womit sich die Leute vielleicht auch identifizieren können, was dann die Leute zum Mitsingen auch animiert. Und dadurch funktioniert das eigentlich meistens schon wirklich von selbst. Und wenn es wirklich gar kein Funke überspringt, mir fällt gerade echt nichts ein, wo das war, aber also vielleicht aus der allerersten Zeit, wo ich war, Konzert weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber einmal war das so. Und da haben wir das Konzert dann halt durchgespielt, so professionell, wie wir es konnten. Und die Leute, die mitgemacht haben, das ist gut, die hat man dann überzeugt. Und wenn andere Leute dann halt hinten stehen, die hat man dann nicht überzeugt, die muss man dann halt einfach mehr oder weniger außer Acht lassen. Ja. Also wir haben halt auch auf der Bühne Spaß miteinander eben, also ja, dass wir halt auch zusammen Musik machen. Und ich denke, dass das auch hilft halt dabei, wenn man, ich meine, wir haben auch Konzerte gespielt, wo nur 20 Leute da waren oder so, und 20 Leuten fällt das dann halt auch manchmal schwer natürlich, weil sie nicht in der Masse dann untergehen können. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einigermaßen sympathisch rüberkommt und halt irgendwie auch den Leuten zeigt, so, hey, wir wollen jetzt zusammen was machen, so, dass man so ein Kollektiv halt auch irgendwie, was ja auch so ist, ich bin ja nicht da, nur um meine Ego-Show abzufahren, sondern ich möchte gerne irgendwie, dass wir alle zusammen da eine Party feiern im Prinzip. Ja. Wertet ihr denn die Show nach der Show dann sozusagen aus, dass ihr euch zusammensetzt nach der Show, nach den Fans gesprochen habt, also jetzt auf dem Weg zur nächsten Tour oder wenn ihr übernachtet irgendwo und sagt, nee, komm, pass mal auf, wir setzen uns mal zusammen, das war heute nicht so gut, das war vielleicht gut, das war spitze, das war hippie. Also wir machen das eher so, wenn wirklich mal irgendwie ein kleiner Fauxpas passiert ist oder so, wenn man vielleicht mal eine Ansage irgendwie echt in den Sand gesetzt hat, die man so nicht hätte sagen sollen, was weiß ich, was das sein könnte, dann reden wir da schon drüber, dann setzen wir uns vielleicht auch mal zusammen, aber sonst machen wir eigentlich da wenig so eine Konferenzen, sondern wir sagen uns eigentlich immer gegenseitig, hey, das fand ich heute besonders toll bei dir und was auch fürs Gesamtgefüge gut ist. Mhm. Und wenn wir Videomaterial haben, dann gucken wir uns das auch manchmal dann zusammen an und gucken dann, ach guck mal, da siehst du mal, wenn du da jetzt ein bisschen bangen würdest, so, dann wäre das Bild perfekt oder so. Mhm. Also wir analysieren das schon und wir gucken, aber wir machen das nicht so standardmäßig. So. Also einer spielt Jogi Löw und der Rest ist dann sozusagen die Mannschaft dahinter. Da macht er mal ein Sommermärchen. Euer Sommermärchen, was war es gewesen? Wacken dieses Jahr? Oder? Ja, definitiv. Erst CD-Release-Party in Hamburg. Zweites Album draußen, dann kurz danach gleich Wacken hinterher. Das war ein Hammergefühl. Ich gebe echt ehrlich gesagt zu, ich war zwar dieses Jahr in Wacken, aber ich habe es echt verpasst, euch zu sehen. Was? Wir waren viermal da. Viermal. Schön, das ist schön, aber es spielen auch andere Bands in Wacken, die, ja. Und wenn du dann in einen gewissen Bereich kommst, wo du dann trinken darfst und andere dann. Ne? Wir sind ja auch heute hier. Also genau. Ja, genau. Zum zweiten Mal sehe ich euch dann in der Ansicht. Ich kann mich blöderweise aber an 2010, wo ihr bei Cumulonimbus gespielt habt, nicht mehr erinnern. Also, ich mich auch nicht. Ja, das ist schön. Da sind wir dann schon mal drei Leute, die sich mindestens nicht mehr erinnern. Oder kannst du dich noch erinnern? Dunkel. Gut, damit wäre das, auch geklärt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Haben wir denn noch genug Zeit? Kommen wir mal langsam zum Ende. Jetzt würde ich von euch beiden gerne mal. Ihr habt beide jetzt 6 Bandmitglieder zur Auswahl. Von diesen 6 Bandmitgliedern möchte ich gerne eure All-Time-Favorite-Band zusammengestellt bekommen. Die Mitglieder dürfen aus jeglichen Rock- und Metal-Bands sein. Die können schon tot sein, können aber immer noch lebendig sein. Und dass ihr einfach mal zusammen eure All-Time-Favorite-Band zusammenstellt. Sagt, wen ihr wählt würdet, an welcher Position und von welcher Band ihr den picken würdet. Oder die Dame vielleicht. 6 Bandmitglieder. 6 Bandmitglieder maximal, genau. Ja, Alex, dann lass uns doch mal unsere Band neu. Du hast ja vorhin schon gesagt, wenn wir mal unser eigenes Konzert sehen wollten, ja, wen genau wollen wir da stehen haben? Also ich würde gerne Till singen haben. Ja, von Rammstein. Von Rammstein. Finde ich okay. Dann, An der Geige. Olli von Turisas. Der Turisas-Geige. Wie heißt er? Olli. Ja, krasser Typ. Krasser Typ. Also haben wir Gitarre, also Sänger und Geige, dann. Wobei Elli wäre auch cool hier. Elli the Fiddle, oh, ja. Ja, dürfen beide. Ja, okay, aber 2 Geiger. Genau, lassen wir das Cello weg. Ja, Cello kann... Nein, hier, Graf Lindorf. Lindorf, ja, genau. Lindorf von Coppelius oder Benny Cellini. Coppelius, ehrlich? Ja, ey, sehr geil. Komm, sehr geil. Richtig. Richtig geile Kapelle. Ganz, ganz, ganz große, großartige Band, also ja. Wirklich. Okay, also haben wir jetzt Olli, Elli, Till. Nee, da müssen wir Elli wieder rausschmeißen, ja, glaube ich. Oder schmeißen wir Olli raus? Nee, Graf Lindhoff kommt rein und Olli bleibt drin. Okay. Also Elli raus. Ja, ja, aber sie ist trotzdem Elli. Großartig. Trotzdem wunderbar. Vor allem wegen der Haare. Ja, wen packen wir an den Bass? Eine gute Frage. Wie heißt dir Chris Lieblingsbass? Der... Ich das ist ja auch geil. TM Stevens am Bass. TM Stevens am Bass, ja. Ja, TM Stevens, ja, eigentlich reicht ja schon. Genau. Ja. So. Okay. Bassistenhimmel. Gut, da sind wir 4. Dann als Gitarristen
hätte ich gerne Nuno Bettencourt von Extreme. Okay, und jetzt noch Schlagzeuger. Schlagzeuger. Ja, wir knüppeln ordentlich. Na? Da hätte ich auch gern trotzdem den Christoph von Rammstein. Ui. Das passt gut, Dominik mag den auch. Ja. Okay, so, wie wäre der Name dieser Band? Der erste Name, der euch sofort in den Kopf kommt. Rammvogel. Rammvogel, ja. Rammvogel. Rammvogel, okay. Und jetzt den ersten. Vogelsass oder Rammvogel, okay. Dann hätte ich jetzt auch gerne von euch noch für Rammvogel, nehmen wir mal Rammvogel, lassen wir es mal, den ersten Songtitel, den ihr euch ausdenkt und dazu eine Story zu einem Musikvideo. Das Lied heißt Erntezeit. Also deutsch? Ja. Ja, okay. Und es handelt davon, Groupies abzuschleppen. Klingt nach einem Plan, ja. Der Rammvogel mit der Erntezeit und Gruppi sagt, okay, super. Die Jagd beginnt nach dem Konzern. Das ist ja schon fast ein Kinofilm. Ja, ja, also kommt immer auf die Person an. Die bei manchen Leuten ist das auch nur ein Kurzfilm. Damit ist das Gespräch fast nach 22 Uhr geeignet. Und ja, wir haben es ja fast. Wie spät haben wir es eigentlich? Haben wir eine Uhrzeit? Also müsste eigentlicherweise richtig, ihr habt ja bald auch fast Showbeginn. Wir spielen also in einer Dreiviertelstunde ungefähr. Da siehst du, also dürft ihr euch demnächst mal fertig machen. Dann danke ich. Ja, im Halbjahr auch schon, ne? Ja, ihr müsst dann auch langsam, ne? Ragnar ist gerade auf der Bühne. Dann danke ich euch recht herzlich. Hoffe euch, die Fragen euch gefallen. Ihr dürft die letzten Worte gerne ins Mikro richten. Esst Feenfleisch und tötet Drachen. Haha. Lol. Und ja, das wird jetzt nur der Met. Das habt ihr schön eingeübt. Habt ihr jetzt auch mal welche spontanen Sachen, die ihr jetzt nicht eingeübt habt? Siehst du, da geht's nämlich los. Das ist immer so schön. Die meisten haben immer einen Schlussstandardsatz und wenn man dann nach was spontan fragt, dann hängen sie da. Genau, der war mal nicht so ganz, also so halb. Ah, ich habe ja, wichtig ist auf jeden Fall noch, vergesst diese ganzen Castingshows. Bitte. Das ist gut, ja. Bitte, bitte. Wobei, aber komm, The Voice, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, Voice ist gut, weil die schon von Anfang an gute Sänger dabei haben, aber am Ende, was da rauskommt, ist ja trotzdem genau das gleiche. Also die haben dann einen guten Sänger, der einmal eine Platte macht und dann, weg damit. Und dann genau, wie Yannick auch vorhin gesagt hat, irgendwie auf den Müll geht. Ja, und jeder Musiker sollte sich, meiner Meinung nach, habe ich auch vorhin schon gesagt, aber sollte sich von ganz unten durch den ganzen Morast durchkämpfen und dann kann auch was auf was zurückblicken, was irgendwie wert war. Und das nenne ich doch mal ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, Dankeschön, Jungs. Jo, danke auch.